Die mystischen Gebete unseres Herrn Jesus Christus, empfangen von Barnabas Moje im Postulat des kostbaren Blutes. Gebet zur Bezwingung Satans und seiner Dienstlinge. All ihr zahlreichen Feinde des heiligen Erlösertodes meines Herrn Jesus Christus am Kreuz auf Kalvaria, und du, Fürst der Finsternis und der Gräuel, Vater aller Lügner, ich stehe zum Tod meines Herrn Jesus Christus und opfere seine Leiden, seine heiligen Wunden und das kostbare Blut seiner linken Hand dem ewigen Vater auf, um eure Niederlage, eure Vernichtung und eure Züchtigung zu erlangen. Amen. Kostbares Blut meines Meisters Jesus Christus, herrsche in mir und im Leben aller Menschen. Amen. Gebet um Schutz und Einheit der Herde. Ewiger Vater, ich opfere dir auf all die Wunden, die Leiden und das kostbare Blut der heiligen Füße deines Sohnes, unseres Herrn und Meisters, für alle deine Kinder, die in diesem furchtbaren Dickicht umherirren wie Schafe ohne Hirten. Beschütze sie vor den wilden Raubtieren der Bosheit und der Finsternis und schenke ihnen Frieden, damit sie eins sein und vereint sein mögen, so wie der Nagel die Füße meines Herrn und Erlösers Jesus Christus fest zusammenhielt. Amen. Kostbares Blut Jesu Christi, herrsche für immer. Amen. Gebet um Zuflucht in der heiligen Seite Jesu Christi. O liebevoller Vater, Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der die Israeliten des alten Bundes in der Dürre der kalten und heißen Wüste unter seinen heiligen Flügeln beschützte, ich opfere dir den heiligen Tod meines Herrn und Erlösers Jesus Christus auf, zum Schutz der Deinen, die über die ganze Welt verstreut sind. Möge das Blut und Wasser Jesu uns reinwaschen und stärken, retten und reinigen, damit wir heimfinden in die heilige Seite Deines Sohnes, die offen steht für alle Menschen. Amen. Heilige Seite Jesu Christi, sei unsere Zufluchtsstätte. Amen. Gebet um Befreiung von Ahnenflüchen. Ewiger Vater, du bist der alleinige, unsterbliche Gott, der die Liebe, der barmherzig und gütig ist. Schau auf deinen eingeborenen Sohn Jesus Christus und habe Erbarmen. Ich opfere dir die Schmerzen seiner Geißelung an der Säule, seine Wunden und sein Blut auf für all die Deinen, die unter der Last der Flüche leben, infolge der Sünden ihrer Vorfahren und deren Ungehorsam, wegen des Brechens des Bundes, den sie mit dir geschlossen haben. Mögest du uns befreien durch die Geißelung deines Sohnes, heile uns durch seine Wunden und rette uns durch sein kostbares Blut. Amen. Kostbares Blut Jesu Christi, befreie uns von Flüchen. Heilige Wunden Jesu Christi, heilt unsere Wunden. Jesus, durch deine Geißelung, siegle uns. Amen. Gebet um Erhaltung des Glaubens. Allmächtiger und allwissender Gott, Gottes Elia und der Propheten, schau auf das heiligste Haupt deines eingeborenen Sohnes und habe Erbarmen. Erhebe dich und rette dein Volk. Ich opfere dir all die Schmach, die Leiden, die Wunden und das kostbare Blut des heiligsten Hauptes deines Sohnes auf für all deine Kinder, die in diesen gefährlichen Zeiten leben. Durch die Verhöhnung deines Sohnes Jesus Christus stärke unseren Glauben und rette uns durch das kostbare Blut seines heiligsten Hauptes. Mögen wir durch die Leiden deines Sohnes Jesus Christus lernen, in dir zu leiden und in dir zu sterben. Amen. Heilige Martha Jesu Christi, vermehrt unseren Glauben. Amen. Gebet um die Offenbarung des göttlichen Willens. Ewiger Vater, du bist der Schöpfer und Urheber des Lebens. Du liebst die Welt, die du erschaffen hast. Darum hast du deinen eingeborenen Sohn zu ihrer Erlösung herniedergesandt, auf das dein Reich komme. Schau auf deinen Sohn und erhebe dich auf deinem Thron. Erhebe deine Rechte und rette dein Volk. Ich opfere dir alle Leiden, Peinen und den Tod deines geliebten, eingeborenen Sohnes auf für deinen Triumph und deine Herrschaft auf Erden. Mögest du durch das kostbare Blut deines Sohnes einen neuen Bund schließen und alle deine Kinder zurückführen
zu deinem heiligen Willen. Amen. Gebet um Ausdauer während der kommenden Züchtigung. Barmherziger und liebevoller Vater, dein Wunsch ist die Rettung aller Menschen. Schaue gütig auf deinen zurückgewiesenen und verurteilten Sohn, der viele Qualen erduldete und viele Qualen erdulden wird aufgrund der Sünden deines Volkes. Schau und siehe, was die Sünde deinem eingeborenen Sohn angetan hat. Ich opfere dir für alle Menschen, die in diesen gottlosen und sündhaften Tagen leben, all die von deinem Sohne Jesus Christus erduldeten Qualen, Leiden, Ablehnungen und Schmähungen auf für einen starken Glauben, um in den Schicksalprüfungen festzustehen und für Geduld, um lange Martern auszuhalten. Mögen sie durch die Leiden deines einzigen Sohnes bis zum Ende kämpfen. Amen. Ihr Leiden unseres Herrn stärkt unseren Glauben. Kostbares Blut Jesu, rette uns. Amen. Gebet für die gefallenen Schafe und gegen den Abfall vom Glauben. Ewiger und liebevoller Vater, schau gütig auf deinen eingeborenen Sohn. Siehe das schwere Kreuz, das man für deinen einzigen Sohn bereitet hat, und habe Erbarmen mit deinem Volk. Ich opfere dir all die Peinen, die Leiden und das kostbare Blut deines Sohnes Jesus Christus, des Emmanuel, auf, für all die Deinen, die ihren Glauben aufgegeben haben und aufgeben werden in den gewaltigen Tiefen und Höhen des Lebens. Mögen sie durch das Fallen deines Sohnes unter dem Kreuze die Stärke erlangen, sich wieder zu erheben und festzustehen im wahren Glauben. Durch das Meer seines kostbaren Blutes, vom Kreuze herab zur Erde und auf die Straßen Jerusalems geflossen, stärke alle, die verlangen, deinen Willen zu erfüllen. Amen. Kostbares Blut Jesu Christi, stärke unsere entkräfteten Seelen. Amen. Gebet für das Reich der Herrlichkeit auf Erden. O liebevoller und barmherziger Vater, allwissend und allmächtig, Alpha und Omega, ewiger Vater, der alles erschuf, dein Wesen gestattet es dir nicht, deine Kinder je zu verlassen. Schau gütig auf deinen eingeborenen Sohn Jesus Christus, der kam, um die Menschen zu retten und dein Königreich auf Erden zu begründen. Wir opfern dir all die Qualen, Martern, Leiden und das kostbare Blut deines Sohnes Jesus Christus auf für die Niederlage aller Feinde des heiligen Erlöserkreuzes, des Antichristen und des roten Drachens, die jetzt zu einem Ende der Epoche gegen die Wahrheit kämpfen. Mögen sie durch das kostbare Blut unseres Erlösers und seines letzten Lebenshauch auf Erden vergehen wie Schaum, der der Sonne ausgesetzt ist, damit dein Königreich schnell auf Erden anbreche. Kostbares Blut Jesu Christi, dein Königreich komme. Amen. Gebet gegen die Sünden des Fleisches. Heiliger und barmherziger Vater, dein eingeborener Sohn steht entblößt vor den Augen aller Menschen, damit die Deinen dein heiliges Gesetz erkennen und Ehrfurcht davor haben. Nimm an mein demütiges Gebet für all die Menschen, die im Zustand der Schlechtigkeit, der Unzucht und des Ehebruchs leben, damit du durch all die Schmach und Entehrung deines eingeborenen Sohnes deren Leben berühren mögest, um sie zur Reue zu bewegen und zu retten. Träufle auf ihre Herzen, ich bitte dich, das kostbare Blut deines Sohnes Jesus Christus, damit sie Reue erlangen und gerettet werden. Durch seine erlittene Schmach gib ihnen Mut zu bereuen. Amen. Gebet um die Taufe der abgetriebenen Kinder. Himmlischer Vater, deine Liebe ist ewig. In deiner Liebe tief wie das Meer hast du die Welt durch deinen eingeborenen Sohn Jesus Christus erlöst. Schaue jetzt auf deinen einzigen Sohn am Kreuz, der aus Liebe zu den Seinen unaufhörlich sein Blut vergießt und vergib der menschlichen Gesellschaft. Reinige und taufe die abgetriebenen Kinder mit dem kostbaren Blut und Wasser aus der heiligen Seite deines Sohnes, der um unsere Erlösung willen tot am Kreuze hing. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Mögen sie durch das heilige Sterben Jesu Christi das ewige Leben erlangen, durch seine Wunden geheilt und durch sein kostbares Blut befreit werden
um sich mit den Heiligen dort im Himmel zu erfreuen. Amen. Es wird uns empfohlen, diese Gebete täglich zu beten. Sie sind entnommen aus dem Gebetsbüchlein, das genannt wird Apostolat des kostbaren Blutes, die Gebete für die Julinovenen, nach den approbierten Schauungen an Barnabas Mühe. Barnabas Mühe hat diese Gebete und auch die Novenen, die dort in diesem Heft beschrieben sind, direkt von Herrn Jesus in einer mystischen Vision empfangen. Auch dieses Bild des leidenden Herrn Jesus mit dem Herzen von Jesus und Maria zu je einer Seite wurde Barnabas Mühe in einer mystischen Schau gezeigt. Jesus sprach am 3. Juli zu ihm: Ich verspreche, mein kostbares Blut auszugießen, wo immer dieses Bild sich befindet, in den Herzen und Seelen all derer, die mich in diesem Bild anbeten, wird Friede, Klarheit und Gelassenheit wohnen. Mein Sohn, durch dieses Bild werde ich zahlreiche Wunder wirken.